Alle drei drüben an der Mauer. Wer geht mit dem Rex vor? Ich. Da kommt wieder ein Flammenwerfer. Wenn wir... Lol, du hast sogar oben Turrets zerstört. Die sind mittlerweile hier zu tun. Ich weiß. Ich hab ja die Rockets abgelenkt. Also wer auch immer an anderen an anderorts ist, soll mal ein bisschen... Impi, tank mal gerade die Turrets, bitte. Ich muss weg. Irgendwer ist wieder bei unserer Base. Mach das mit den Rockets weiter, Mann. Okay, mach ich sofort. Ich muss halt nur kurz mal schnell die Rüstung wechseln. Kann man eine hier ein bisschen Backup bringen, weil langsam wird's kritisch. Okay, Achtung. So, ne? Ich hab einen. MC Matroschka habe ich gesniped. Der hat. Ah, warte, hier ist noch kein Leben. Oh, ganz flach drin, okay, gut. Tech. Aber das Tech-Schild hat noch gut Leben. Die einfach nicht checken, dass ich von oben snipe. MP? Ja. Wo warst du? Ich bin runter Richtung Perle. Oh, sind sie mal nur gehupst. Ja, ich bin da jetzt nicht hinterher. Hattest du viel dabei? Kampf-Equip? Normales Equip halt. Da läuft gerade einer aus der Base raus, links rum. Wir schmeißen mit Tech-Granaten. Ging gar nichts, die Dinger. Da kommt wieder einer mit Flammenwerfer. Wir gleich mal nur tauschen. Impi, wo bist du verreckt? Unten Richtung Perlen. Den Loot haben sie aber bestimmt schon. Aber der ist noch der Rex. Noch der Rex, ne? Jo. Bobby, hol den Dings da runter und ich mach noch ein paar Turrets kaputt. Welchen Dings runterholen? Ach, ich bin besser wohl im Gasturm. Okay, dann wird das Spaß jetzt weiter. Hat denn von euch gecharged? Nee. Nein, war einer von euch. Ich erkürb mich mal eben wieder, ne? Weil. Ja, mach. Kann jemand hier ein paar Turrets blazen? Der kommt an mit dem Flammenwerfer und fackelt uns ab, wenn wir snipen. Impi, wo ist denn der Tabayara? Impi, weißt du, wo du gestorben bist? Oben. Komm da mit der Wimper, ja, ich bin gerade dein Loot am Deffen. Mori, ich bring welche mit. Ja. Ich muss jetzt in die Base gucken, Rüstung reparieren. Wer schießt denn mit Raketen? Okay, Bobby, die Rocket Turrets sind schon mal, zumindest die, die mich vorhin abgeschossen haben, ist weg. Kannst du noch Sniper mitbringen? Ja, wollte ich sowieso mitbringen. Nee, ist feindliche Weibern, Achtung, feindliche Blitzweibern. Und Wibbern waren nochmal 250 Schuss. Die kommt von links, wenn du auf die Base guckst. Achtung, sie ist jetzt... Wurde weggeportet. Hat sich wieder zurückgeportet, jetzt kommt sie wirklich. Impi? Hm? Ah ne, Moritz, du bist hier. Oder ne, Impi, hast du deinen Loot wieder? Ne, der hängt da links, ich komm da dran. Wo ist die Wyvern? So gut. Jetzt fliegt der Agentavis dran. Über unserer Base. Ich vermute fast, der hat einen Quash, so wie der fliegt. Wyvern auch. Da ist ein Spieler. Der ist weg. Wo? Der ist woanders hingeportet. Ja, wieder. Impi, wo? Der hat einen Quash. Wo ist der? Der fliegt wieder die gleiche Strecke von unten. Hab ihn. Nice. Impi, loot ihn. Komm, hier den Loot back. Ich hab nichts drin. Nix. Hier liegt noch einer. Das war vermutlich Anoka, deswegen ist er jetzt raus. Das ist der Argus. Ich hänge an immer noch. Fliegt da unten. Betäuben. Unbedingt betäuben. Wo, ich weiß nicht, wo er fliegt. Da ist schon ein feindlicher Tech-Spieler. Ja, das wollte ich gerade sagen. Na, wow. Wo sind die? Ja, unten. Warte mal hin. Da unten. Ich habe von irgendeinem von denen dieses Tech-Auto gelootet, so ein Tech-AEV oder wie das Ding heißt. Stimmt, damit wirst du nicht von den Turrets abgeschossen. Flieg mal an den Beutel, genau. Da unten wäre Anoka noch. Wie kann man Trikes rüber schwimmen? Man kann sich da einfach locker dran stellen und den looten. Ja, wenn man fliegen kann. So ein Tech-ATV verlassen, solltest du nicht von Turrets abgeschossen werden. Da ja, aber Spieler das mit Tech kaputt wieder. Ziemlich schnell. Tech, das Zeug war nicht von mir. Was snipst du da? Der Achtung, Bowler. Hat wer einen Teleporter eigentlich dabei? Nee. So, ich komme jetzt mit den Turrets. Wir haben Anoka nicht gekriegt. Da ist er bei unserem Schild gedroppt. Habt ihr Generator? Was fehlt dir noch, Impi? Ich hab einen Rex, kann einer von euch noch einen Teleporter holen. Deckschwert? Ja. Bazooka? Ja. Kurz Teleporter. Bazooka, Moni. Was soll ich holen? Ein Teleporter. Element. Element ist doof. Mori? Weiß ich nicht, Bobby braucht. Achtung, Weiber. Kannst du noch mal einen Tech-Teleporter holen? Unbedingt. Bobby, für was brauchst du hier denn? Ich hab einen Teleporter, wohin? Ich hab keine Tranksnapper, ich hab meine abgegeben. Ja. Ich hab auch nur einen. Hooks und Grab und Armbrust. Achso, Armbrust, yo. Wir können ja aktuell nichts mehr machen, wir brauchen Stegos oder sowas. Metallpfeile.
Peitsche. Oder irgendwelche Rex, die weg können, mit denen wir einfach reingehen und Peitsche. Kopf hoch. Weg. Was? Peitsche. Ihr könnt das nicht mit und Teleporter Rex Remote. Denken. Ihr werdet als Spieler die ganze Zeit getroffen. Wenn wir den Kopf hoch machen, nicht, auch oder? Dann. An der Base stehen zwei Stück, die snipern auf uns. Ja. Rechts vom Wivern und einer Leute. Ja, dann brauchen wir entweder einen Stego, Trike. Ja. Scheiße. Impi, willst du absteigen, dann porte ich die hoch zur Base. Das ist halt, also warum denn diese Cave so krass OP ist. Da kommt wieder einer rüber mit Flammenwerfer. Wo? Obi? Hoch. Eventual Paratiere, die eingebaut sind. Die gehen zu schnell weg. Wir haben. Ja. Kommen wir zur Raid Base. Raid Base zu der die Base neue, die neue. Okay, neue. Wo ist der Gegner, wenn ihr auf deren Base guckt? Ja, was los, Wicked? Hast du Tech-Generator geholt? Ich hab, ich hab Teleporter, ja, okay. Ich geh halt einholen. Leute, braucht ihr irgendwie Hilfe drüben, weil wir können hier aktuell gar nichts machen. Ja, dann besorgen wir euch doch was zu machen. Problem, was sollen wir reingehen? Stegos. Die Tech-Tools werden uns auch von den Stegos in der Runde holen. Wir haben doch Golems! Ja, dann werden wir passen rein und wir haben alles getankt, also können wir den Golems. Könnt ihr da die Seiten rein? Trike werden die Tech-Tools der Splash damit uns wegficken. War das, wenn ihr mit Stego rückwärts geht, dann müssten die Rückenplatten abfangen. Ja. Aber ja, Dragon, hol mal eben einen Trike. Ich habe einen imprinteten sogar. Eventuell kann man damit so weit vorgehen, damit die Trolls einen abschießen, man aber wieder rauskommt. Oder? Also einfach, oh, nimm mich nicht mit. Smile, wir waren. Ich wieder. Irgendwas versuchen sie an der rechten Mauer. Sie versuchen dort immer wieder hinzukommen. Ja, wahrscheinlich nachblazen. Ja, da stehen Turrets jetzt auch wieder hinter der Mauer. Ihr Säcke, Alter. Wer Moritz? Ist meiner Bewahrung? Ja. Ich hab dich zweimal gerufen. Ich hab jetzt die ganze Muni in eine Turret reingepackt, dass ihr die gleich einfach nur rauspullen könnt, ne? Ja, ich sollte zur Raidbase kommen. Dann hab ich gefragt, wo ein Gegner ist, keinen gesehen und jetzt snipe ich wieder. Ach, das ist so Wilbern von uns. Ich hab keinen. MP. MP? Kurze Frage. Können wir hier vorne Heavies aufstellen? Ja, ja. Gut, dann kommen die nämlich nicht mehr raus. Dann so, ich geh mal wieder snipen. Die gehen aus der Pumpe und Teleporter. Und dann sie vom Teleporter erst wieder herfliegen. Ja. Und dann können sie uns auch nur snipen und wir können sie dann auch wegsnipen. So. Und ich Dragon, bring mir bitte nochmal Medical Bruce mit. Der Typ rechts hat nochmal 3 Hits auf Brustplatte. Oh, der ohne Brustplatte hat 2 Hits von mir kassiert. Toi, Vivan muss weiter nehmen. Dragon. Ja. Toi, Vivan muss weiter. Ich nochmal ein paar Medicals mit. Ja. Bin schon da. Hast du auch Medical Bruce? Nein. Leckt das? Ich darf nicht auf meinen Wivern aufsteigen. Ja, scheint zu. Nee. Obwohl. Ey, Wivern, komm mal mit. Ah, ja. Die war so platziert, dass die halt beim Tech-Shield gebackt hat. Wo ist der Trike? Ja. Einzeln. Wo? Rex. Ja, bei den Golems. Ach, du bist schon da, okay. Ja. Mann, jetzt hat der Typ sich bei der Wyvern wieder verpisst. Mann. Nein, die verpissen sich, sobald sie den Hit kriegen. Der hat sich komplett weggeportet, weil ich dem die Brustplatte weggeschossen habe und dann noch oben auf den draufgeballert habe. Ja. Ey, der hat ja gar kein Max. Hab einen gekillt, hab Raiden mit Fallen Crip. Der wollte hinter unserer Base snipen. Nice, hast du gekriegt. Looted? Yep. Ja. Der ist da ganz unten auf der freien Fläche. Nicht in der Nähe vom Berg. Kommt wieder einer von denen. Raiden hatte volle Tech-Rüstung. Die haben nur 180er-Rüstung an, ne? Direkt vor uns ist eine Achtung an die Sniper hier. Der steht hier mit. Wo? Da, Rudi. Direkt da, wo wir die ganze Zeit snipen. Einen halben Meter vom Tech-Schild. Bobby, was machst du? Wo bist du? Ernsthaft? Hat sich wieder verpisst. Sobald ein Würmer kommt, haut er wieder ab. Ja, ist halt so. Wer hat gerade Metall abgerissen? Ich. Ach so.
Ach, da sind noch Rocket Turrets. Brigitte, bist du wieder in der Base? Nee, ne? Nein, ich bin oben über deren Base ganz am Snipen. Okay. Achtung, hier zurück, Achtung! Paul, kannst du schon mal die Munition in alle Turrets reinpullen? Wer steht AFK also, in der Wechsel von uns? Rex, geh da weg! Also wir können nicht mal mit einem Trike gescheit, weil... Alter, ich werde gleich verrecken. Nicht erschrecken, ich werde sterben. Ah, doch nicht. Knapp. Wow. Unsere Rex werden abgeschossen. Welche ist das? Verbesserte Gewehrmunition von allen Strukturen in... Nee, die ist dabei. Ja, dann sind die Rocket Turrets weg. Über der Dings. Echt jetzt? Ja, die schießen nicht mehr auf mich. Haben alle 400 Schuss. Hier wird nichts abgeschossen. Der Turret, Moritz. Was? Da die haben Rockets. Alle 400 Schuss. Okay, das ist gut. Hat irgendwer echt Tech-Rüstung mitgebracht? Oh. Wer fliegt denn gerade über dem Turret Tower? Ich. Rocket Turrets scheinen weg zu sein. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, dass ich über deren Tool-Tower bin und die von oben snipe. Meine Frage hat gerade keine geantwortet. Leute, hatten wir Tech-Rüstung dabei, weil ich hab so langsam keine mehr und kann ich zur Base, weil ich sonst 10 Stunden brauche, um wieder herzukommen. Kann irgendwer, der gerade bei Bobby ist, in die Base gehen, Rüstung holen? Ach, es kommt einer von denen? Ja, ich weiß. Ach, der Tech-Shield kleiner. Dann schießt die Turrets. Bobby, ihr kommt zum anderen Raid. Kommt zum Raid Hashtag 2 und geh an sichtbar Swivern dran. Also an sichtbar ZZZ. Da kann ich da safe hingehen und stehen in einem Tech-Shield oder so? Ja, du bist da safe. Ist der Spieler immer noch vor unserem Tech-Shield? Nein, ist gerade weg. Sag, wenn der hochgeht, dann kann einfach einer das Tech-Shield aufnehmen. Kann mal jemand eine genaue AK abgeben, wie viel C4 so scheiß Wall braucht? Das weiß keiner. So eine Wall ungefähr 60. Vor allem nicht bei den Einstellungen. Pro Wall 60. Ja. Ich habe 12 Stück dran geklatscht und ich habe kein Viertel abgezogen. Bist du wieder da hinten dran oder was? Ich bin noch eins weiter. Ach so, ja. Weil das ist nochmal eine ganz dicke Wall und ja, das ist wieder nicht gesichert. Ich glaube, wir sind gerade zwei gegen Wecker. Jetzt mal ehrlich, können die nicht mal alleine fighten? Wenn jemand zu unserer Base kommt, hier wo wir gerade am Snipen sind, sag Bescheid, ich mach das Schild klein. Dass die Turrets den wegballern. Du hebst das Ding einfach auf, da der weg ist und platzierst es direkt wieder. Hey, Turrets ist keine Munition drin. Ja, natürlich ist Munition drin. Klar. Gut, ich bin jetzt schon weggeportet. Also ich glaube Rain. Passiert, was meinst du damit? Ey, die Säcke wollen meine Würmer mithäuben. Geh weg. Ja, ich steh safe in dem Tech-Shield dran. Ich gebe euch gleich safe in dem Tech-Shield. Digga, du stehst dahin bei 80 Milliarden Turrets. Du stehst da schon. Wo sind die Weiber? Oh. Du bist jetzt nicht wirklich wieder weggeflogen, oder? Bin gleich da. Du bist so ein Held. Bobby, wo bist du? Beim... Ja, ja. Was machen wir hier eigentlich noch? Feuerwehr. Das ist unsere, du Lauch. Genug zu schreiben. Das ist eine Blitzwürfern, Bobby. Nicht schreiben, zu keinem Zeitpunkt. Jo. Ich bin an der FOP, aber ich kann auch rüberlatschen zum anderen. Ja, du latschst rüber zum anderen. Oh, das war knapp. Ich bin rein. Bobby mit Todesangst, Alter. Nein, ich fall hier noch runter, wenn es so weitergeht. Ich hab noch 100 Medical Pool in meiner Wyvern, falls du er brauchst. Alter, ich komm da nicht hoch, ne? Komm ich da hoch, bitte? Ja. Okay, du, welche? Feuerfach schießt du? Die über dir steht. Turrets. Oh, da liegt noch eine Tech-Rüstung drin, die ich gelootet habe. Die ist nicht allzu viel angehittet. Kannst du ja alle Tech-Rüstungen mitholen. Warte mal, die ist ja primitiv. Neu. Ja, da ist auch eine verbesserte drin. Eine Tür ich hab hat einen. Ein bisschen weniger Leben, aber sonst oh, nicht. Der war ganz oben über deren Tür. Oh, warte. Der fällt gerade runter. Oh, wo landet der? Da auf ich mal eben noch eine der landet hinter Arsch. Deren Base. Ja, Jason, schnell weiter checken die Viking Base. Weil nur so da schafft ihr es, die leer zu machen. Okay. Wir haben schon Turrets mit, mit dem Raketen weggemacht, nur leider. Sehr gut. Oh, lol! Unsere ihr kriegt die Base doch easy weg. Was? Ja,
Bobby, wir können Wall für Wall wegkloppen gehen, ja. Ihr könnt einfach Bobby drauftroppen auf die obere. Auf den großen Turret Tower da, ne? Da könnt ihr drauftroppen und einfach rumballern mit dem Raketenwerfer. Irgendwem langweilig, der eh festhalten will. Warum eh, hä? Wivern. Drankstyper. Bobby, das hier ist der falsche Rake für dich. Hier rüber. Ach man. Bei mir ist halt nichts los. Doch, wir können versuchen, irgendwie reinzukommen. Bobby, es ist die einzige Chance, dort ohne überhaupt hinzukommen, weil wir hier ablenken. Ja, Moment. Also, machen dort ohne weiter. Wir haben dort alles weggezogen, deswegen könnt ihr das weitermachen. Dann scheint okay, die Base hier aber deutlich wichtiger zu sein als hier unten. Naja, unten passiert ja kaum was. Moritz, komm mal Blitzwivern über deren Turret Tower, relativ hoch. Was wird. Was ist mit der? Oh mein Gott, ich hab ein. Ich hab eine Idee. Leute hochfighten mit Luca und mir. Geht mir 1 zu 4, geht mir 1 zu 4. Ja, kriegst ein einziges. Was hast du gerade gekillt, Luca? Ich brauche nicht mehr, ich brauche gerade mal ein Zivil. Agentavis, weil ich gedacht habe, das wäre ein feindlicher Agentavis. Wo der haben wir den Grund? Seid ihr sicher, dass Tech-Falltüren auch aufgehen, wenn die auf Only-Player stehen, wenn es der Gegner-Tribe ist? Haben wir irgendwo zufällig einen Zivil-Remote? Ich hab einen. Nein, ich bleibe zu, Paul. Bitte her. Pagantere, ja. Die Leiche von dem Typen fliegt immer noch in der Luft herum. Hä, wo ist die gerade, Luca? Die ist hinter deren Turret Tower in der Luft oben. Ich weiß nicht, was ist deine Idee? Jetzt funktioniert wie, aber. Wie weit Alter oben? Neben der Agentavis-Leiche. Komm über den Turret Tower, ich zeig dir das. Neben der Agentavis-Leiche war gerade ein Spieler, der rumfliegt. Ja, ja. Und da weiter rechts. Sam-Gruppen. Wo kann ich Sam-Gruppen einstellen? Weißt du wer? Null. Null Numpad. Da kommen wieder zwei Leute zu euch hoch. Nein. Cool. Ich möchte ein Tier zu einer ZEM-Gruppe. Ach so, nö, kein Plan. Moritz, komm mal hoch. Option. Ich komm zu dir. Ist das nur nett oder ist die Raidbase angegriffen? Habe. Unsere? Ja. In welcher Form? Ad created. Da wo ich stehe, so noch. Group A. Ich zerstöre gerade durch die Mauer one durch Turitz. Lass dich nicht ziehen. Ich wurde gesehen. Ja, hier toll ist doch kein Loch. Langen, langen Tag. Hey. Na. Irgendwie ist doch kein Loch. Na gut, dann lad's nicht. Dann lädt's noch nicht. Alles gut. Lass mal probieren. Moritz, wo warst du jetzt mit deiner Wivern? Nirgendwo. Wie oft soll ich noch sagen, dass du da hinkommen sollst, weil wir gerade in der Luft am Fighten sind, bis du kommst? Ich komm gar mit. Dann benutze ich gleich deine Wivern. Hey, du hast doch deine eigene hier. The fuck? Die schläft. Passt. Schläft gar nicht. Klar, die hat dreiviertel Tor. Hey. Nö. Nimm mal mehr, die hilft dir jetzt. Bobby, du musst näher ran. Ich weiß. Ich kann's auch machen. Flieg doch! Boah, wo ist denn der mit dem Flammenwerfer neben mir? Da unten. Da rein, der bitte. Dann halt doch nicht. Das C4 wird nämlich instant weggeschossen. Mori, wo bist du? Bei der Base am Snipen. Du wolltest Sniper Moni, ne? Naja, ich habe mir selber welche geholt. Als hast du Medical Brew oder so? Ja. Ich hab. Weil dann wäre du weh. Nicht wundern, ich bin der Spieler, der gerade wieder auf deren Turret Wall rumkloppt, ein Tech-Schwert. Arschloch. Liebe, das hat meine Maus nicht erkannt. Gut, jetzt ist gerade meine letzte Idee so ziemlich ausgegangen, außer wir kleben auf einem Stego noch C4 so an den Rücken, damit es in den Platten drin hängt. Oder unterm Bauch. Bin für 2 Minuten kurz weg. Gut, ich probier's mal unterm Bauch. I'm trying unterm Bauch. Da kommt wieder, da schießt einer von oben auf dich. Achtung. Definiere von oben. Das könnte sogar der, der mit dem Schwert auf den Tech Foundation zugekloppt hat. Auf mich ist der gegangen, Moritz.
Hab grad so gesehen, wie der Typ zu mir nach unten guckt. Ich mach noch so Emote winken und spring runter. Oh Mann, die sollen nochmal hier hinkommen. Jetzt wo hier einer springt da runter. Da sind zwei Leute runter. Ja klar, die werden wieder Turret nachblazen. Den gefällt denn nicht so, dass man die immer wieder wegkloppt. Imbi, bist du immer noch bei der anderen Turret Wall? Mhm. Ich hab schon Foundation Store kaputt gemacht und bin fast entdeckt worden, also ich hab Mist gebaut. Ach, egal. Ich hab sogar zwei oder drei Turrets kaputt gemacht weg. Durch die Mauer. Ey, mein Freund. Der platziert gerade wieder eine Turret nach. Fliegt einer von euch wieder oben über der. Lauf! Denk's nicht mal dran. Mein Freund. Die Turret waren dann beide hier. Wieder kaputt. Edge, Edge. Da geht doch. Was ist eigentlich da unten mit dem Rex? Mit welchem Rex? Der da vor der Mauer steht. Vor der Mauer steht so von denen, der ist von denen. Der braune, graue, da ist von denen. Eigentlich eine gute Frage. Bobby, was ist mit dem Schampfschild? Der ist Alarm. Aber ich wissen, dass wir da kommen. Was? Das ist ein Alarm-Rex. Ah, der Gegner kommt von da. Ja, er kann eigentlich da bleiben, das stört ja nicht. Ach Mann, ist Bullshit. Das heißt, so geht das auch nicht. Das heißt, wir brauchen echt Stegos, ne? Kann ich mir holen? Jo. Ja. Die kriegen einen Treffer und schon verziehen sie sich. Ja. Oben fliegen gerade zwei Leute mit Tech rum. Moritz, hol der Wyvern, komm über deren Turret Tower, los. Okay. Nö. Jetzt mach doch einfach, Alter, du musst nur einen Spieler in der Luft wegkotzen. Bobby, wie viele Stegos? Einen. Leck mir zu sehr, irgendwie komme ich nicht ran. Ist keiner. Nee, und ich porte mir eben den Tracker, damit rechts, die hier nicht einfach wie sollst so du meine viele Scheißspieler rumstehen haben. Rechts von dir, rechts hoch. Ja, die Wyvern wird halt gedrankt. Links. Du kannst es vergessen, Paul, die hat jetzt schon wieder volles Torpor. Die Wyvern werden deshalb zu schnell. Deshalb holt man eine, die kein die Torpor hatte keins hat. Mehr, die war wieder komplett fit. Was ist? Oh nein, ist doch lieb. Was ist, Bobby? Ich port mal eben den Trike zurück. Ihr liegt gleich wieder. Weil, dass wir hier nicht so viel Scheiße rumstehen haben. Dann komm zurück, dass er zumindest im Checkschild liegt. Nee, ich port's in die Base. Nein, die bleibt hier. Nein. Das ist mir auch egal. Hier irgendwo ein ausgelevelter Stego. Ich schieße da gerade mit der Tech Rifle rum. Ja, ist egal. Die sind ist zu weit. Bobby, reichen eine Waffe. Die reichen. Achtung, einer von denen fliegt näher ran. 1,3 wo? Millionen Leben. Oder ja, macht Stack schon klar, wenn er da nahe ist. Ja, leider ist er noch nicht nah. Nein, das reicht einfach nicht. Obwohl, bring mal her, so als es kann das. Aber... Warte, ich suche mal eine höhere. Hier ist eine 950. 59er. Hier hat eine Million. Bring mal her. Also, wenn das jetzt nicht geht, dann haben wir so ziemlich Arschkarte. Was machst du denn gerade? Also, ich habe gerade versucht, unter dem Bauch von dem Trike in C4 hinzuhauen, in den Trike reinzupfeifen. C4 wurde abgeschossen. Hinter das Schild, C4 wurde abgeschossen. Jetzt nehmen wir einen Stego und klatschen C4 oben hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Nö, der wird auch abgeschossen. Ist ja wie ein Spieler, der kriegt zwischendurch mal einen Hit ab. Ja, aber Venture tankt dann eine ganze Weile. Nein, Glück hast. Oh, das wäre ja eigentlich schon. Schießen die Dinger eigentlich nur auf C4 oder auch auf den Stego? Die versuchen das C4 zu treffen, also treffen sie den Stego. Hm. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie weit. Dann müssen wir echt irgendwie rückwärts im Stego da reinschwimmen oder sowas. Rückwärts schwimmen? Bäh. Können die Dinger überhaupt rückwärts schwimmen? Jetpack ist ja dauerhaft. Oh, ich habe ein Loch gemacht. Wo bist du denn gerade? Bei der zweiten Turret Wall von denen. Will wer noch 5 Tech Rats? Keinen mehr von denen.
In meiner 5 sind noch 5 Tech-Tories, wenn wir blazen will. Oh Mann, ne, dieser Raid ist gerade so deprimierend. Wenn, also, das ist gerade echt so ziemlich meine letzte Idee. Baryonyxe rein sprinten. Da, schön wär's. Ich bin alles, ich bin offen für alles Sinnvolle. Baryonyxe. Versteh du's da? Wie kommst du immer so schnell davor? Ich bin mich zu Raid Walking Bill. Viking Raid. Er ist da oben irgendwo. Ah, Tracks Turrets. Hör doch auf, Mann. Immer gleich so aggressiv. Ja, nein. Böse Turret. Das ist auch ein Selbstgespräch zu führen. Ja, er redet mit der Turret vor sich, damit die aufhört zu schießen. Ich rede mit der Turret jetzt. Lass mich, Bobby. Da darf ich. Arschloch. Ey. Die hat auch Gefühle. Ey, kommt ja schon wieder jemand von denen zu mir? Sag bitte Bescheid, wenn jemand runter zu deren Turret Tower kommt. Da kommt einer. Wieder... Geh doch weg, Mann. Darf ich den noch mal schreien? Der soll mich gefälligst lassen. Mach doch. Oh, hör doch bitte mal auf, ich will hier ein bisschen weiter vorankommen, ne? Oder so. Das hier bringt doch nichts, jetzt hör mal auf hier. Du hast mal keinen Sniper, gell? Leute, Stego muss hier nicht mal schwimmen. Ich will ernsthaft. Kann man da unten an die Wall mit dem Stego ranlaufen? Ja, aber die Tech Turrets, die Tech Turrets. Nein, ich meine hier bei uns. Hat jemand mal mit einem Stege versucht? Ey, der Typ liegt jetzt ernsthaft bei deren Turret mit dem Flammenwerfer und wartet, ja, dass ich wiederkomme. Ich hab grad gesehen. Da geh auf die andere Seite zu der Turret Wall. Geht da bei der auch? Na sicherlich. Es fliegt jemand an unser Germania-Spot. Oh ja, jo. Woran fliegt jemand? Hinter uns ist jemand. Hol eine Wirrwarn, kotzen weg. Er boostet wieder weg. Ah ne, die andere Wall ist glaube ich schlauer gebaut, oder? Ich weiß nichts. Wie...